Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic. Wir befinden uns auf der Höllenfeuerhalbinsel, haben in der letzten Folge, hier können wir es auf der Karte nochmal sehen, in den letzten zwei Folgen haben wir uns von der Ehrenfeste nach Osten zum Expeditionsposten vorgekämpft, Zed Gor markiert als Angriffspunkt und sind dann zum Trümmerposten gekommen und konnten in der abyssischen Tiefe einige Dämonentore und Dämonen bekämpfen. Und jetzt befinden wir uns hier am Ehrenposten und haben die Ehre, unsere Questreihe weiter fortzusetzen. Wir sollen 10 Diener der Gunnark und die Schmiedebestie Sägeklinge besiegen. Okay, also manuelles Töten der Dämonen ist jetzt angesagt. Dazu haben wir jetzt die Möglichkeit, hier drei dieser Standorte, Konstruktionslager, zu betreten. Das ist hier das Konstruktionslager Magedon. Und da sind schon die ersten Diener da. Und hier liegt auch schon die Sägeklinge. Das heißt, die wird dann irgendwann wieder respawnen. Ein ganz schöner Hort voller Dämonen. Das heißt, wir werden hier definitiv einiges an Gegnern vorfinden. Aber auch einiges an Mitspielern. Also von daher. Schauen wir doch mal, wo wir den nächsten Diener finden. Der wird von dem Schamanen bearbeitet. Alles klar. Da sind Teufelskanonen. Da ist ein weiterer Diener. Okay. Ja, die haben jetzt hier schon 5000 Leben. Also das dauert schon etwas, ne? Kann das vielleicht vergleichen mit, ja, einem Level 55 Elite-Mob von Classic, die hatten auch in etwa so viel Leben, wenn ich mich recht entsinne. So ein bisschen die Äxte noch mit trainieren, ne? Die haben wir ja noch überhaupt nicht zum Einsatz gebracht bisher. Okay, so. Wo könnte diese Sägeklinge auftauchen? Ich meine, da liegt zumindest immer der Leichnam. Wir schauen mal. Hier in den anderen beiden Camps sind nur die Diener aufzufinden. Das heißt, die Sägeklinge muss hier irgendwo auftauchen. Ah, da ist sie doch direkt. Greift auch niemand an, also attackieren wir sie. Und dann hätten wir gleich mal den Named Mob. Dann brauchen wir bloß noch die paar Diener. Das sollte da eigentlich möglich sein. Den haben sie ganz schön zugerichtet, ne? Was der für Mutationen und sowas erleben musste. Der arme Kerl, jetzt wird er zumindest erstmal erlöst. Und wir sammeln auch weiter Netherstoff. So, dann besuchen wir doch mal die anderen Konstruktionslager und hoffen, dass da vielleicht nicht so viele Spieler sind wie jetzt in dem ersten. Okay, hier laufen auch schon Legionäre mit herum. Die wollen wir allerdings nicht bekämpfen. Wir konzentrieren uns auf die Diener. Hier können wir gleich mal einen abfangen, der irgendwie schon gedamaged war, aber nicht getaggt wurde von dem Spieler. Und dann schauen wir uns mal um. Wichtig ist, dass wir zusehen, dass wir meistens nur einen Mob holen, weil
Die hauen schon ganz schön zu und haben auch sehr viel Leben, von daher. So, wieso werden wir jetzt von dieser Schmiedenbestie angegriffen? Ja, manchmal ist das ein bisschen komisch mit der Aggro, wenn andere Spieler mit dabei sind, ne? Also ich hatte jetzt die Schmiedebestie selber nicht angegriffen, aber die ist halt einfach zu mir und zu meinem Pet mit hingerannt. Weiß nicht wieso. Na gut, da hauen wir sie jetzt halt noch mit um. Ein Schleimnebel hat sie nochmal durchgekriegt. Na okay. So. Hier scheinen aber nicht so viele Diener vorhanden zu sein, deswegen. Ah, hier ist noch einer, okay. Hier ist auch ein Tauchendroide, der einfach in Tarnung hier so rumsteht. Level 58. Gut, also wir haben das Konstruktionslager Magedon und wir haben das Konstruktionslager Zorn. Dann haben wir noch ein drittes Konstruktionslager, dem werden wir auch gleich mal einen Besuch abstatten. Um zu sehen, ob da denn noch ein paar Diener aufzufinden sind. Die Hälfte haben wir. Und dann schauen wir doch mal. Ich werde jetzt absichtlich nicht aufmounten, weil in der Zwischenzeit kann unser Pet schon mal sich ein bisschen regenerieren und wir ebenso. Okay, auch hier sind weitere Spieler aktiv. Wenn man sieht, dass hier Leichen von Gegnern da liegen und wir haben hier den Invasionspunkt Vernichter. Alles klar. So, der hat den vorher getaggt. Und der taggt auch gleich weiter. Ja, super. Wir können auch die Mobs mal den anderen Leuten überlassen. Das wäre auch schön. Muss nicht alles immer selbst pullen hier. Er hat gleich vier Mobs und noch einen fünften mit da rein. Da wird hier alles zugedottet. Hauptsache, man hat sie für sich selbst markiert. Und dann wahrscheinlich am besten sterben, ne? Hexenmeister, der hier alles zudottet, okay. Gut, tangiert uns nicht weiter. Wir sind out of fight, das heißt, wir nehmen einfach den nächsten Mob für uns und die werden schon damit dann zurechtkommen. Okay. Ah, der rennt einfach weiter. Ist okay. Wir machen unseren Mob, der Rest interessiert uns nicht. So. Wieso greift uns jetzt die Schmiede? Warum kommen die jetzt alle hier zu uns? Hä? Ich habe die nicht einmal angegriffen. Was soll das denn? Oh, und jetzt habe ich auch noch Cooldown auf das Todstellen. Also, was kann ich ja wieder ableiten? Das gibt's doch nicht. Ja, und die resetten das Todstellen auch noch. Ja, super. Vielen Dank an den Hexer, der hier alles pullt. Dann wahrscheinlich gestorben ist. Und ich krieg auf einmal die Aggro von den ganzen Mobs, die ich überhaupt nicht angegriffen habe. Boah. Also solche Leute ist echt schlimm. Was hat's denen jetzt gebracht, ne? Der hat die ganzen Mobs angedottet, ist dann gestorben, hat jetzt dadurch mich auch noch mit in den Tod geführt, also super Leistung, hat niemanden was gebracht, anstatt hier einfach mal einen Mob nach dem anderen anzugehen. Ja, naja. Manche Leute, denen ist halt nicht zu helfen. Okay, hilft alles nichts. Wir bewegen uns zu unserem Leichnam und hoffen, dass wir dann noch die restlichen drei Diener irgendwo finden können. Am besten abseits davon, ja. Von solchen Spielern, die jetzt hier alles zudotten und dann es nicht mal schaffen, die Mobs zu killen. Okay. Mein ein positiver Punkt ist, dass die Friedhöfe hier in The Burning Crusade oder die Spawnpunkte von der eigenen Leiche in The Burning Crusade wesentlich
zahlreicher sind. Das bedeutet, wenn man mal stirbt, muss man nicht die Hälfte der Karte abwandern, wie im Schlingdorntal zum Beispiel, um sich wieder zu beleben. Von daher, das haben sie natürlich auch mit verbessert. So. Jetzt looten wir zumindest nochmal das, was wir vor uns auch gekillt haben. Ja, da vorne ist wieder der Hexenmeister. Schon wieder am Dotten und am Zusammenziehen wie sonst was. Da nehmen wir lieber mal Abstand. So, haben wir hier noch irgendwie Diener, die wir angreifen können. Da hat irgendwie auch noch einen Krieger mit bei sich. Der Krieger-Chart, da kommt der schon wieder mit 3, 4 Mobs an. Vierten hat er auch und fünften wieder mitgeaddet. Na, mir wäre es am liebsten, wenn er jetzt sterben würde. Dass hier mal Ruhe wäre. Okay, so für das Portal brauchen wir einen Schlüssel. Das wird bestimmt eine Folgequest sein. Gut. Ja, hier sind erstmal keine weiteren Diener zu finden. Das heißt, wir gehen mal wieder in eines der anderen Konstruktionslager. Und suchen da nach weiteren Dienern. So, hier sind nur die Legionäre. Weitere Legionäre. Da ist erstmal nichts, was wir großartig holen können. Gehen wir nochmal zum Konstruktionslager Magedon. Vielleicht finden wir da noch ein paar Diener. Irgendwann spawnt auf jeden Fall noch einer, den wir angreifen können. Hätte eher vermutet, dass die Seegettlinge so umkämpft ist, aber die Diener sind wesentlich schwieriger zu finden. Gut, man braucht eben 10 Stück davon. Sind hier alle irgendwie schon am Kämpfen? Dann halt nochmal in das andere Konstruktionslager. Ah, da haben wir doch einen. Ja, man muss hier definitiv aufpassen. Die Aggro-Ranges von den Gegnern sind ziemlich hoch. Also man kann da sehr schnell Gegner adden. Und kommt dann auch schnell in Bredouille. So, das war Diener Nummer 8. Dann schauen wir mal unten an der Teufelskanone, stehen noch 2. Gucken wir, ob wir den einen hier so adden können. Dass wir nichts dazu noch bekommen. Ja, das war. Ah, der hat auch schon wieder geaddet, dieser Schmiedemeister. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Damage fahren. Jetzt kommt noch dieser zweite Schmiedemeister. Ah, toll. Okay. Das heißt jetzt richtig Schaden drücken. Na komm. Wieder nicht ins Visier bekommen. Jetzt noch den falschen ins Visier bekommen. Was muss Pet heilen? Oh, da ist noch so ein Legionär. Jetzt wird es aber wirklich eng mit dem Platz hier. So, kannst du jetzt mal bitte irgendwie einen tanken, dass da hier mal ein bisschen Struktur reinkommt in den Kampf. So, ich tanke jetzt den einen, den anderen machen wir jetzt fertig. Und dann sollte unser Pet B
bitteschön mir den einen jetzt noch abnehmen. So. Jetzt müssten wir eigentlich wieder ein bisschen Struktur reinbekommen. Okay, jetzt können wir auch das Pet gleich wieder heilen und dann passt das. Gut, fehlen noch zwei Diener. Und dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. So, jetzt bloß nichts adden hier. Ja, da ist der nächste Diener wieder gespawnt, auf der linken Seite. Wir looten noch den Rest. Also irgendwie hat unsere Schildkröte ziemliche Aggro-Probleme, ne? Derzeit. Bin mir nicht so sicher, wieso. Normal sollte er eigentlich die Aggro jetzt ganz gut halten, besonders weil er ja mit unserem Gear ausskaliert. Naja. Mal sehen, wann das besser wird. So. Ah, das war schon der 10. Alles klar. Gut. Dann versuchen wir da mal hier durchzuhalten, ohne unnötig viele Mobs mitzunehmen. Dann geht's wieder zurück zum Questgeber. Mal sehen, was er als nächstes für eine Aufgabe vorbereitet hat. Erstmal 2 Gold, also die geben ordentlich Gold. So, wir sollen jetzt 3 Teufelskanonen Typ 6 zerstören. Das sind quasi die, an denen diese Diener gearbeitet haben. Unser Pet ist wieder voll geheilt, das sieht gut aus. So, wo waren jetzt diese Teufelskanonen? Ah, da ist eine, okay. Sägeklinge wird soeben angegriffen. Teufelskanone können wir auch angreifen. Oh, die greift uns mit Range-Attacken an. Und die ist auch noch spottimmun, das heißt, unser Pet macht noch weniger Aggro. Nur erstmal ziemlich draufhauen, dass wir jetzt hier nicht noch an der Teufelskanone sterben. So. Die kann bestimmt einen Ingenieur abbauen. Könnte ich mir fast vorstellen. Ja, super. Der greift mich schon wieder randommäßig an, obwohl er quasi von einem anderen Spieler angegriffen wird. Uiuiui. So. Jetzt sollte aber unser Pet nur endlich mal Aggro ziehen hier von dem Teil. Ja, genau, also Ingis haben auch die Möglichkeit, solche Gegner, wenn sie mechanischer Natur sind, abzubauen teilweise. Und können dann eben Ingenieursmaterialien daraus gewinnen, die sich sonst aus Erzen herstellen, also irgendwelche Bolzen zum Beispiel. Sag mal, was hat denn der bitteschön für eine Aggro-Range? Das kann ja nicht sein, sowas. Das ist dann teilweise nicht normal. Sind sonst wie weit von ihm weggegangen und er greift halt einfach mein Pet mit an. Oh, jetzt wäre ich noch von dem Diener angegriffen. Also das Aggro-Verhalten der Mobs hier ist sehr merkwürdig. So.
Eine Teufelskanone brauchen wir noch. Schauen wir doch mal, wo wir die finden. Da ist erstmal wieder ein Diener. Eine Schwester und noch ein Diener. Ja, ist aber auch ein Gewusel. Das ist schlimmer, als wenn man Siedler spielt. So, der greift die Sägeklinge an, das ist uns recht. Der bearbeitet schon die Teufelskanone. Oh, jetzt sind wir wieder in Fight. Schluss jetzt hier. Dem Käse. Wir warten jetzt einfach, bis die nächste Teufelskanone respawnt. Und dann greifen wir uns die einfach schnell. Da hinten ist doch schon eine. So, lassen wir kurz ein bisschen antanken. Ah, da kann die sogar stunnen, da kriegt er mehr Aggro. Ist zwar jetzt auch nicht so viel wie sonst immer, aber es sollte eigentlich ausreichen, wenn wir ein bisschen auf unsere Aggro schauen. Sehr gut. Okay. Die drei Teufelskanonen haben wir auch beseitigt. Dann können die von dem Plateau aus nicht mehr unsere Basen angreifen. Und wir kehren zurück zu unserem General oder Feldherrn, der hier im Ehrenposten wartet und uns mit einer neuen Quest jetzt versorgen möchte. Das Licht sei mit So, euch. wieder 2 Gold für die Quest. Und jetzt sollen wir Arix Amal töten, den Torschlüssel nehmen und dieses Portal da hinten zerstören, was wir vorhin im Invasionspunkt gefunden haben. Das werden wir allerdings in der nächsten Folge bewerkstelligen. Das heißt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir den nördlichen Teil des Questgebietes der Höllenfeuerhalbinsel abschließen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.